So, haut das hier jetzt endlich hin. Schauen wir mal. So, schon jemand da? Könnt ihr mich hören? Hatte gerade die ganze Zeit Probleme mit dem Start des Streams. Jetzt scheint es zu klappen. Klappen. Don Major, Mahlzeit. Da ist ja das erste Lebenszeichen hier. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie musste ich einen neuen Streamschlüssel erstellen und das Programm neu starten. Jetzt geht's. Okay. Schön, schön. Gut, dann schauen wir mal, was wir heute machen. Wir haben mal, oder ich habe mir schon mal ein paar Decks erstellt. Einmal mit den Karten, die ich so habe, wenn weiß-schwarz. Das ist eigentlich dann so ums Rudelmitglied und um die Luftakrobatin. Also sprich, jedes Mal, wenn wir Leben kriegen, kriegen die plus 1 zu 1 Marken. Und unsere beiden Planeswalker sind drin. Sorin und Ajahn. Gut. Aber heute geht es natürlich um das Standard-Event. Da habe ich mir einfach mal drei Decks besorgt. Und zwar einmal das, was ich selber on Paper spielen möchte. Und zwar ist es Naya Feather. Da sind allerdings nicht wirklich viele Sworn of Eldraine drin. Ich glaube sogar keine in diesem Fall. Doch hier. Die Eisenfels-Pyromagierin. Die wollte ich mal ausprobieren. Weil jedes Mal, wenn wir dann unseren Defiant Strike benutzen, um eine Karte zu ziehen. Triggert die und macht 3 Schaden auf ein Ziel unserer Wahl. Ja, wenn ich testen will, stehst du gerne zur Verfügung. Das ist immer gut, danke. Ja. Aber ich glaube, wir schauen gleich erstmal ins Event. So, dann. Flo, schön, dass du da bist. Hi. Was habe ich denn hier schon gewonnen? Wir haben gerade Booster gekriegt. Genau, aus Ravnica kriegt man welche. Und hier auf Stufe 8 gibt es dann wieder was. Okay. Ich habe ein paar Booster, die machen wir, würde ich sagen, nach dem Event auf. Habe auch noch an einem Pre-Release teilgenommen. Da können wir noch 6 weitere Booster von Eldraine machen. Toadie, hi. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und ja, wir gucken einfach mal in das Event. 12 Spiele dürfen wir machen. Und wir fangen mal etwas Neuem an. Und zwar ist das Mardu Knights. Die Ritter aus Sworn of Eldraine. Ne, dreifarbig. Weiß, schwarz, rot. Ja, da haben wir schön One-Drop-Kreaturen. 12 Stück sogar. Wir haben eine Ritterin 2-1. Wenn die stirbt, legt die eine +1/+1-Marke auf einen Ritter unserer Wahl. Dann Ritter der Ebenholzlegion. Der ist aus M20. Der ist ja schon bekannt, denke ich. Ein Mana 2-1. Für 3 Mana geben wir eben +2/+2 einen Death-Touch. Und am Ende des Zuges kriegt er eine +1/+1-Marke, wenn unser Gegner 4 oder mehr Lebenspunkte verloren hat. Dann Inwunziger Champion. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was der leisten wird, aber wir probieren den einfach mal aus. Das ist eine rote Kreatur, 1 Mana 1-1, Erstschlag Eile. Und immer wenn er angreift, erhält ein anderer angreifender Ritter +1/+0. Und das Ausrüsten bei ihm kostet 3 Farblose weniger. Da haben wir aber gar nicht so viel Ausrüstung, da haben wir nur den Funkenspalter. Ja. Würdige Ritterin. Jedes Mal, wenn wir Ritter spielen, kriegen wir ein 1-1 Mensch-Token. Mitternachtsorden ist 2 Mana 2-2 Flieger. Und wir können hier das Abenteuer machen als erstes und eine Kreatur aus dem Friedhof zurück auf unsere Hand bringen. Der Schwertmeister, den finde ich auf Kamen ziemlich gut. Da haben wir auch die Abenteuerfähigkeit. Wir halten x Lebenspunkte und Gegner verliert x Lebenspunkte, wobei das gleich die Anzahl an Rittern im Spiel ist. Und dann später 2-2-1 Lifelink. Ich finde die Kamm-Karte echt gut. Sturmfaustkreuzritterin, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber die macht schon echt Druck. Und zwar 2-2-2 bedrohlich. Kann man also nur durch 2 Kreaturen blocken. Und ja, zu Beginn meines Versorgungssegments zieht jeder Spieler eine Karte und verliert einen Lebenspunkt. Also da ziehen wir dann nochmal was nach und unser Gegner verliert halt zusätzlichen Lebenspunkt. Zieht aber leider auch eine Karte. Da müssen wir mal gucken. Für ein Rare ist das so eine Sache. Mal schauen, was sie so bringt.
Dann haben wir hier den Veteran, der gibt anderen Rittern plus 1 plus 1. Das ist für 2 Mana 2-2 echt gut. Dann habe ich mir das Abbild der Ahnen reingetan. Da haben wir, können wir einen Kreaturentyp wählen, wenn das reinkommt. In dem Fall wählen wir natürlich Ritter, die kriegen plus 1 plus 1. Und für 3 Mana können wir die obersten 3 Karten anschauen in unserer Bibliothek. Und ja, einen Ritter auf die Hand nehmen, also Vorzeigen auf die Hand nehmen. Der Rest kommt runter. So. Die Kreuzritterin lohnt sich nur, wenn du viel Spektakel spielst. Ja, die aktiviert Spektakel jedes Mal, das ist schon richtig. Ah, guck. Das ist ein guter Hinweis auf jeden Fall, ja. Dann, Tribunal des Konklaves, einfach als Removal, ne? Kostet halt 4 Mana, können wir eine bleibende Karte entfernen. Unsere Kreaturen können mit einberufen, mithelfen, den zu sprechen. Preis der Loyalität, sieht erstmal teuer aus für 6 Mana, wird aber für jeden Ritter, den wir kontrollieren, ein farbloses günstiger. Und Kreaturen, die wir kontrollieren, haben plus 1 plus 1. Immer wenn wir einen legendären Zauberspruch sprechen, erzeugen wir einen Ritter. Und für 4 Mana Tappen erzeugen wir ebenfalls einen Ritter. Ja, und dann haben wir den Funkenspalter noch als Ausrüstung dabei. Der hat Aufblitzen. Der kostet für jede angreifende Kreatur ein weniger. Sprich, wir greifen an. Ich sag mal mit 4 Kreaturen im Idealfall, dann kostet er nur noch 2 rote. Können wir den reinflashen und die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 1 plus 1 Doppelschlag und Trampelschaden. Wird auch direkt ausgerüstet dann, wenn wir den reinflashen. Also wir müssen nicht noch die 3 Mana extra zahlen fürs Ausrüsten. Ja, und dann haben wir unsere Mana-Base. Gottloser Schein, Blutkrypta, Heilige Schmelze. Dann noch ein Tempel des Schweigens für den Scry-Effekt und ein Tempel des Triumphes ebenfalls für den Scry-Effekt. Und ja, um die Mana-Base zu sichern. Und ein neues Land aus Sunnoffel Drain, Turniergelände. Finde ich auch sehr cool. Kommt erstmal ungetappt für ein farbloses. Oder kann halt 3 verschiedene Mana machen. Aber man darf damit nur Ritter oder Ausrüstungszauber spielen. Ja, mal schauen. Das Deck probieren wir jetzt einfach erstmal aus. 12 Matches haben wir ja. Ich wollte ja, bis zu 4 Decks einfach ausprobieren und jeweils 3-mal spielen. Einfach mal gucken, ob die was können. Fangen wir mal an mit den Knights. Ich bin gespannt, was mich alles so erwartet. Elementare wollte ich jetzt nicht ausprobieren, auch wenn das ein ziemlich cooles Deck ist. Aber da sind von Throne of Eldraine eigentlich fast keine Karten dabei. Zumindest in den Decks, die ich mir so angeschaut habe. Okay, wir haben auf jeden Fall unsere One-Drops, einen Two-Drop. Ja, das halten wir. Okay, Tempel der Geheimnisse. So, der kommt getappt. Das heißt, wir spielen den gottlosen Schrein. Und zahlen 2 Lebenspunkte. Und dann bringen wir die erhabene Ritterin. Die macht am meisten Druck. Rotes Mana fehlt uns noch für die Sturmfaust. Haben wir schon mal ein Removal gezogen, auch gut. Ich glaube, ich nehme nochmal ein Shockland und bringe die beiden anderen One-Drops raus. Und für 2. So, unser Gegner spielt Weiß, Grün, Blau. Ich werde mal die Katzen-Ofen-Kombo testen. Habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht von gehört, aber ich war auch ja, Freitag auf dem Pre-Release von Sword of the Drain und habe gestern nicht wirklich Zeit gehabt für Magic. Ich bin echt gespannt, was mit Throne of the Drain noch so auf uns zukommt, dann für neue Decks. Okay, drittes Mana fürs Abbild der Ahnen. Scheint mir gut. Ritter auswählen. Und für 8 Schaden.
Ja, mal schauen, was die Mana Base so kann. Ob das mit dem Rot tatsächlich überhaupt nötig ist. Weil den können wir jetzt zum Beispiel nicht spielen, den auch nicht. Wir machen erstmal Hellsicht 1. Das kann runter. Und das Appeltean können wir auch noch aktivieren. Okay, immer noch kein rotes Mana. Drei Schaden an alle. Gut, was haben wir hier? Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Das ist gar nicht schlecht. Aber spielen erstmal ihn hier. Ich könnte den anderen Ritter noch zurückholen und spielen. Das machen wir auch. Das war jetzt eine Abenteuerkarte und da können wir den gleich aus dem Exil den 2-2 Flieger ausspielen. Also das Abbild der Ahnen gefällt mir jetzt mit den ganzen One-Drops ganz gut, muss ich gestehen. Tiferi. Okay, er kann wieder beide Kreaturen entfernen. Rotes Mana wäre jetzt nicht schlecht. Oh, haben wir hier. Das Turniergelände. Sehr schön. So, nur er hat Eile, wenn ich es richtig habe, ne? Ja. Spielen wir den aus. Damit können wir gleich den Teferi ausschalten. Und wir holen den Flieger. Was kann der denn gleich machen, der Teferi? Der kann nicht mehr bouncen. Guck ich einmal ins Gesicht. Toffee, wie lange streamst du heute schon? Ja, gerade erst angefangen. Ich hatte ein bisschen technische Schwierigkeiten. Deswegen, keine Ahnung, seit Viertel nach oder so bin ich dabei. Noch ein Board Wipe, okay. Here we go. Okay, unser Gegner kann alles flashen, aber ist das wirklich so schlimm gerade? Schauen gleich mal, was wir ziehen mit dem Appel der an. Technische Probleme, der Klassiker, ja. Passiert, ne? Gerade am Anfang, wenn man halt noch nicht so hundertprozentig versteht, was OBS alles wissen muss von dir. So, Niv-Mizzet, der Auferstandene. Jetzt darf er sich mehrfarbige Karten auf die Hand nehmen. Oh, er spielt glücklich bis ans Ende. Okay, hat er aber nicht genommen. Und er gibt auf. Da hat das bedrohlich geholfen, weil er nicht blocken konnte. Sehr schön. 1:0 für die Ritter. Welcome to my world of nightmares.
Ashiok. Der spektrale Sensemann ist gar, Seemann ist gar nicht schlecht. Den brauchen wir noch für Blau-Grün. Ich glaube, der fehlte mir noch einmal tatsächlich. Schön. Ja, auf in die zweite Runde. Wir spielen ja erstmal drei Runden mit den Rittern. Das sieht schon mal gut aus. Mit dem Turniergelände haben wir auf jeden Fall schon mal keine Mana-Probleme. Ja, und wir können direkt mit Eile loslegen. Das halten wir auf jeden Fall. Tempel des Sichtums. Okay. Gottloser Schrein ist ebenfalls ein Schockland. Ich spiele erstmal das Turniergelände. Es kommt ja ungetappt. Ja. Heute ist mir Arena auch ständig abgebrochen. Das ist mir so oft passiert, dass ich erstmal einen Rang abgestiegen bin. Das ist dann besonders ärgerlich, ne? Wenn man dadurch dann die Matches verliert und das dann auch noch öfter hintereinander passiert, dann ja, macht keinen Spaß. So, ich glaube, ich lege zweimal den Ritter der Ebenholzlegion. Alternativ könnte ich ihn legen und dann Mensch-Spielsteine kreieren. Der Ritter ist so stark. Vor allem habe ich dann im nächsten Zug mein drittes Mana. Ich spiele zweimal den Ritter. In welchem Rang bist du jetzt? Ich bin, glaube ich, irgendwo auf Silber. Für Drafting Ranglisten. Alle können wir gleich mal reinschauen. Dann können wir gucken, was es für Belohnungen gibt. So, ich könnte den Pelzer mal doppelt blocken. Ich glaube, das mache ich auch, bevor der zu stark wird. Ja. Dann stirbt halt ein Ritter. Blutkrypta. Die spielen wir auch mit zwei Lebenspunkten. Kommt so ungetappt. Ich würde sagen, greife ich erstmal an und schaue, was passiert. Okay, er blockt nicht. Das ist schon mal gut. Dann können wir die würdige Ritterin spielen. Und kriegen einen 1-1 Token. Leider sind das nur Menschen und keine Ritter. Aber das wäre wahrscheinlich dann zu OP. Mörderische Reiterin, die ist auch richtig gut. Zerstöre eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl. Du verlierst zwei Lebenspunkte als Spontanzauber und dann 2-3 Lifelink. Und wenn sie stirbt, kommt die wieder unter die Bibliothek. Okay. Ich glaube, jetzt kommt einfach das Abbild der Ahnen. Die Blutkröte getappt. Ritter. Okay, zweite mörderische Ritterin, okay. Aber damit geht er auf 3 runter. Was habe ich denn am Friedhof? 3 Malinen, okay.
Holen ihn einmal zurück. Bin ich eigentlich der Einzige, der Magic-Spielmatten als Mauspad verwendet? Nee, das sind tatsächlich sehr gute Mauspads. Also, das spielen viele mit dem Gedanken. Super. Ist vor allem praktisch, wenn man so zwei, drei Spielmatten hat, dann ja, kann man immer so ein bisschen variieren. Jeder Spieler opfert eine Kreatur. Ja, mach ich mal. Cool, auch die zweite Runde geht an die Ritter. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht. Das gefällt mir ganz gut. Also im Standard habe ich auch schon überlegt, ob ich mir da ein paar, also ein Ritterdeck baue. Ich weiß halt nur nicht, ob ich es wirklich dreifarbig baue. Oder ob ich rot weglasse. Rot bringt halt den Ember Cleaver auf jeden Fall mit. Das ist eine ganz coole Ausrüstung. Und halt den Fervent Knight. Das ist er hier, der 1-1er mit Eile. Und das Turniergelände bietet ja 3 Mana, das ist das Schöne daran. Ah, der Veteran ist auch rot. Ja, dann müssen wir rot spielen. Okay. Ja, die Hand kann ich wieder halten. Das ist das Schöne an dem Deck, die Karten sind alle recht günstig vom Mana her. Ja, okay, der Veteran, den sollte man ja schon spielen. So, zwei Lebenspunkte bezahlen, dann kommt auch der Veteran schon. Neutralisiert. Kaya's Eid fügt ein Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu und erhält 3 Lebenspunkte. Was kann das noch? Immer wenn ein Gegner mit einer oder mehreren Kreaturen einen Planeswalker angreift, den du kontrollierst, fügt Kai seit jedem Spieler 2 Schadenspunkte zu und du erhältst 2 Lebenspunkte. Okay. So, wenn es du ist, okay. 2 Schaden, 2 Leben, alles klar. Dann holen wir uns einmal. Oh, warte mal, welches Mana benutzt der denn? Ich brauche gleich Rot-Weiß. Das heißt Schwarz. Schwarz. Und holen wir mal den Champion zurück. Kaya Orzhov. Okay, was haben wir da?
Schicke bis zu zwei Karten deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Du hättest zwar Lebenspunkte dazu, falls auf diese Weise eine Kreatur ins Exil geschickt wurde. Für minus 1 schicke eine bleibende Nicht-Landkarte deiner Wahl mit umgewandelten Mana-Kosten von 1 oder weniger ins Exil. Das haben wir gerade gesehen. Und minus 5 fügt einem Spieler deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe der Anzahl an Karten im Exil zu. Okay. Turniergelände erstmal. Abbild der Ahnen für Ritter. Und ich glaube, den Mitternachtsorden spielen wir jetzt aus. Der fliegt nämlich. So, dann triggert hier die Karte. Dann kriege ich zwei Schaden und er zwei Leben. Ja, ist das halt so. Gut möglich, dass unser Gegner gleich mit Kaya's Wrath oder so das Board dann cleart. Aber das ist dann halt so. Neutralisieren, die obersten drei Karten kommen in meinen Friedhof. Okay. Drei Länder, das gefällt mir ganz gut. Dann Angriff für 7. So, jetzt die Frage, wenn er nur zwei Handkarten hat, ob ich den überhaupt spielen will. Gegen Control ist das, glaube ich, gar nicht so doll. Ich glaube, ich lasse das. Aktivieren wir hier. Was wollen wir denn spielen? Ja, Ritter dem als Digon. Ein Fervent Knight. Ne, die Kreuzritterin, die gefällt mir auch in dem Deck ehrlich nicht so gut, muss ich gestehen. Die ist wirklich eher für Spektakel gedacht, wahrscheinlich. In Rakdos. Du. Ich glaube, den spiele ich gar nicht aus. Falls unser Gegner einen Board Wipe hat, ja. Er muss jetzt drei Kreaturen zerstören. Okay. Unser Gegner hört auf. Ja, cool. Also die Ritter, die machen auf jeden Fall ordentlich Druck. Gefällt mir ganz gut, das Deck. Hier haben wir nochmal eine Akrobatin bekommen. Death Touch und plus 2 plus minus 2 bis mehr zu ist, ja. Geht so. Okay. Mardu Knights. Sturmfaust Kreuzritterin, ja, die hat mir nicht so wirklich gut gefallen. Vor allen Dingen auch die Tatsache, dass es eine Rare ist. Sind dann 4 Rare Wildcards wieder. Nicht für das Deck. Also die würde ich tatsächlich aus dem Deck entfernen. Ja. Lassen wir das erstmal so. Okay. Ansonsten haben die Ritter 3-0 gewonnen, was aber hauptsächlich an den One-Drops mit dem Abbild lag. Die machen echt ordentlich Druck. Cool. Dann probieren wir als nächstes mal aus Cynic Flash. Schauen wir uns das mal eben an. Ja, Opt. Dann Spektraler Seemann. 1-1 aufblitzen. Kann eine Karte nachziehen später. Flugfähigkeit, ja. Dann ablöschen. Neutralisierten Zauberspruch, es sei denn, der Gegner bezahlt 2 mehr. Hier aber dann den Meuchler. 2-1 ebenfalls aufblitzen und immer wenn ich was im gegnerischen Zug spiele, kriegt der eine +1/+1 Marke. Dann haben wir eine Sworn of the Drain Karte jetzt neu dazugekommen. Der gefällt mir richtig gut, also auch in anderen Decks, nicht nur in diesem. Aufblitzen Reichweite 2-2 für 2 Mana ist schon okay. Und dann, wenn wir eine Nicht-Mensch-Kreatur spielen, können wir X-Mana bezahlen und dann kriegt der +1/+1 Marken, der Wolf. Das ist schon echt gut. Der gefällt mir auch gut. Der dreiste Langfinger mit seinem Abenteuer. Bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Können wir irgendeine dicke Kreatur zurückschießen und dann später als 3-1-Flieger ins Spiel bringen mit Aufblitzen.
Ist eine Mythic-Ware, erscheint in dem Moment erstmal ein bisschen schwach, aber ich glaube, der macht schon seinen Weg. Fiese Sabotage, einfach neutralisieren und überwachen 1. Dann hier der gute Wolf, Nachtrudellaurer, 4-4 aufblitzen, andere Wölfe kriegen plus 1 plus 1 und wenn ich in meinem Zug keinen Zauberspruch spiele, kriege ich einen 2-2 Wolf. Dann Krakenechsen-Mystikerin, die kennen wir ja noch aus meinem letzten Draft, auch wenn der da nicht wirklich seine Stärke zeigen konnte. 3-2 aufblitzen, neutralisieren, Zauberspruch deiner Wahl. Ja, und die Mana Base, einfach Inseln, dann Schloss Ventress, ist jetzt auch neu. Kommt ungetappt, wenn ich eine Insel kontrolliere, ansonsten kommt es getappt ins Spiel. Und für 4 Mana kann ich Scry 2 machen. Erscheint im ersten Moment jetzt auch nicht so stark, aber da das meistens ungetappt kommt, ist es halt wahrscheinlich besser als eine Insel. Und dann haben wir 4 Mal Aufzuchttempel, das ist halt das Schockland für Simic. Und den Tempel der Geheimnisse, der macht auch Scry 1. Kommt aber leider dann getappt. Gut, testen wir das Deck mal. Oh, Netzwerkfehler, das ist natürlich super. Ist denn heute los? Alle sind am Testen wahrscheinlich. So, Simic Flash. Das Deck wollte ich mir auch im Standard bauen. Mal schauen, ob das auch funktioniert. Die Ritter haben mich gerade echt überzeugt. Das sieht schon mal nicht schlecht aus, das können wir halten. Ablöschen, Moichner oder Moichner ablöschen, ja. Bei mir schmiert Magic Arena auch nur ab. Hat keinen guten Tag, ja. Okay, wir spielen erstmal, ich glaube, den Aufzugtümpel getappt. Ich finde, haben die Basisländer auch sehr schöne Artworks. Also gerade hier die Insel mit dem Brunnen in der Mitte ist super. Emry, Wächterin des Sees. Dieser Zauberspruch kostet beim Wirken für jedes Artefakt ein weniger. Okay, hatte 1. Ins Spiel kommen die obersten 4 Karten deiner Bibliothek in deinen Friedhof. Und für Tappen bestimmen ein Artefakt deiner Wahl aus deinem Friedhof. Du kannst es in diesem Zug wirken. Ist was drin? Na, oh, zweimal der Rache. Dann gebe ich ab. Opfere den siedenden Kessel, der fügt einer Kreatur deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Ja, für 3 Mana tappen Opfer ein bisschen teuer. Tempel der Eingebung, der ist gut. Karte drunter gelegt. Noch ein siebener Kessel, okay. Ich könnte ihn jetzt neutralisieren. Aber ich glaube, ich lasse ihm einfach den mal als Removal. Kann er jetzt benutzen, um den Meuchler zu töten, aber dann ist das halt so. Ja. Der bringt das zurück, alles klar. Ja, jetzt möchten wir es sehen, gleich runter.
Das ist also sein Plan, jedes Mal den Kessel zurückzuholen aus dem Friedhof. Gut, der schießt nur auf Kreaturen. Immer wenn du eine zweite Karte innerhalb des selben Zuges ziehst, fügt die Büromagierin an Ziel deiner Wahl 3 Schadenspunkte dazu. Die ist gut. Auch die neutralisieren wir. Oder jetzt ein Kessel, alles klar. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Eile bis zum Ende des Zuges für Tappen. Verteidiger 04, okay. Dann können wir jetzt den Nachtrudelauer spielen. Schloss Ventress. Er müsste beide Kessel in den Wolf opfern. Mal schauen, ob ich die Emery vielleicht gleich bounce. Mit dem Langfinger. Wie viel Mana habe ich denn? 6. Okay. Oh, der ist auch ganz gut. Steinerne Schlange, X Mana, 6 bezahlt. Reichweite, Trampelschaden, 6-6, Schutz vor mehrfarbigen. Gefällt mir auch sehr gut, die Karte. Dann bouncen wir die doch zurück. Unser Langfinger ist ja nicht mehrfarbig. Sehr schöne Animation. So, ich könnte jetzt Karte ziehen oder den Langfinger reinflashen. Ich glaube, ich ziehe eine Karte mit dem Seemann. Weil unser Gegner hat einen Blocker in der Luft. Ja, ziehe eine Karte. Okay. Noch ein Land. Zu beenden. Dann kriege ich wieder einen Wolf. Und dann muss ich gleich mal anfangen anzugreifen. Gucken, ob er wieder sein komplettes Mana für die Hydra tappt. Oder für die Schlange. Ne. Ja, eine Schlange. Die hat Reichweite, das ist echt gut. Dann bringen wir mal ein paar Kreaturen ins Spiel. Okay, noch ein Wald. Baut sich denn jetzt, um anzugreifen? Dann kriege ich keinen Wolf.
gleich immer noch spontan machen. Wir greifen mal so an. So, irgendwann mal anfangen, Schaden zu machen. Okay, wenn ich mich sowieso entscheide, den vielleicht gleich zu bouncen, dann sollte ich jetzt noch eine Karte ziehen. Sehr gut. Da bin ich fertig, kriege ich einen Wolf und dann kann ich gleich bouncen, ja. Das mit dem Kessel ist eine ganz witzige Synergie. So für ein Sealed Deck oder so. Im Constructed ist das, glaube ich, ein bisschen zu langsam. Aber die Karte gefällt mir auch gut. Steinerne Schlange. Okay, 2-1 für die Karte ziehen. So, 3 Schaden kann er theoretisch mit seinem Kessel noch schießen, wenn ich den zweiten Wolf jetzt reinflashe. Aber dann ist das so. Oder er neutralisiert den. Bounce ich die Hydra und das sollte Match sein. Schön, ich hatte jetzt auch wieder einen Neutralisationszauber. Ist okay. Dauert natürlich alles ein bisschen länger. Man halt mehr auf den Gegner reagiert, aber erste Match hat schon mal funktioniert. So, Mana passt, Kreaturen auch. Auch halt mir. So, der triggert bei Nicht-Mensch-Kreaturen, ne? Ich glaube, ich habe auch keine Menschen drin. Geist-Pirat, Meervolk-Pirat. Ja, sehr gut. Ich glaube, ich spiele erstmal Insel und den Seemann gleich. Ja. Wenn er angreift, schießt er einen Schadenspunkt auf den verteidigenden Spieler oder Planeswalker, okay. Aufzuchttümpel, der kommt umgetappt. Nochmal der, okay. Und ein drittes Mal, okay. Wenn er gleich den Zirkus spielt, dann wird's lustig. Dann sind das nämlich schon alleine durchs Angreifen 6 Schaden. Okay, wir spielen den Wolf. Da zahle ich die 2 Lebenspunkte und dann
Können wir da angreifen und den Wolf mal ein bisschen blocken. Counter-Spell ist offen. Schön. Der ist auch echt stark. Jedes Mal, wenn die angreifen, schießen die ja schon einen Schadenspunkt. Und jedes Mal kriegt der dann plus 3, plus 0. Der muss weg. Viertes Land wäre ein Wald. Kann ich gebrauchen. Ja, lass mal liegen. Oh, er greift nicht an. Okay. Ich schon. Ich kann den Wolf jetzt doppelt blocken. Dann würde ich aber eine Kreatur reinflashen. Und plus 1 Marken auf den Wolf legen. Aber so halte ich mir den Counterspell offen. Nochmal der. Auf den neutralisieren wir. Leider kein zusätzliches Mana für den Wolf, aber egal. Ablehnen. Für 3 Mana Kreaturen, die du kontrollierst, ein plus 1 bis 0 bis 2 ist okay. Gut, er hat seinen Job getan. Dann schock mir den noch um, alles klar. Okay, dann behalte ich den Wolf auf jeden Fall jetzt zum Blocken. Dann haben wir gleich Mana, um den ein bisschen größer zu machen. Experimental Frenzy kann ich leider nicht neutralisieren, kann ich aber bouncen. Und das tun wir auch mit dem Abenteuer hier. Und dann bringen wir den Meuchler rein. Handeln für einen Mana. Danke. 3-3. Okay. Das zweite Match geht ebenfalls an uns. Cool. Ein Eldraine Booster und kryptische Höhlen. Was machen die? Farblos Mana, opfern, ziehe eine Karte, aktiviere diese Fähigkeit nur, falls du 5 oder mehr Länder kontrollierst. Ja, okay. In einigen Decks vielleicht ganz in Ordnung. In Ramp Decks oder so. Okay, drittes Match mit Simic Flash. Ja, bisher läuft es ganz gut. Leider gibt es hier nichts zu gewinnen. Aber man kann die Decks mal ausprobieren. Und da muss ich mal schauen, was die Decks so an Wildcards für mich kosten würden. Weil da kann ich mir eins davon vielleicht schon fertig bauen. So, 2 Mana, aber ich habe einen Opt, ich habe einen Neutralisationszauber, ich glaube, das halte ich. Ja. Tempel der Geheimnisse, ja. Scry One. Den habe ich schon auf der Hand, brauche ich den nochmal? Nicht wirklich, ich brauche Mana. Ja. Ich brauche noch mindestens ein Land. Das ist auch eine sehr gute Karte. Steht wahrscheinlich gegen Boros Feather oder so. Jetzt hat man eine 2-2 Eile. Jedes Mal, wenn man ihn targetet, kriegt er eine +1/+1 Marke. Immer wenn du einen Zauberstoff kriegst, der den Legionären des 10 des 6 als Ziel hat, legt +1/+1 Marke auf den und Hellsicht 1 noch. Ja, der ist gut. Ich glaube, ich nehme den Wald. Ja.
Dann mal schauen, ob und was jetzt kommt. Ich könnte den Meuchler da vorwerfen. Aber da hat bestimmt noch einen Spontanzauber. Ne, was lassen wir. Dann hätte der Meuchler nämlich schon nicht mehr gereicht. Das neutralisiere ich, glaube ich, tatsächlich. Darf er keine Karte ziehen und kriege auch nicht plus 1 plus 0. Okay, er hat die 2 Mana für Ablöschen natürlich offen gehabt. Okay. Da bin ich aufgepasst. Gut, ich kann gleich immer noch bouncen. Und das machen wir jetzt, glaube ich, auch. Dann hoffe ich, dass ich gleich mein viertes Mana ziehe. Ist sogar egal welches Land. Damit die Mystikerinnen offen sind. Oh, Schutz vor Blau kann er spontan drauf machen. Das ist natürlich auch gut. Mein Gegner hat die Antworten. Sehr schön. Legion Warboss. Combat, okay. Okay, ich spiele jetzt den Wolf, der kann nämlich theoretisch was blocken, ohne zu sterben. Schauen, was unser Gegner noch auf der Hand hat. Fünf Schadenspunkte, okay. Gut, das war Game. Das hätte ich, glaube ich, auch ohne den Spielfehler verloren. Der Schutz vor Blau, der hat mich gekriegt im Prinzip. Gut, auf ins dritte Match mit Simic Flash. Ja, das war jetzt das Boros Feather Deck. Gefällt mir auch sehr gut. Okay, Seemann, Seemann. Das können wir halten. Auch wenn Schloss Ventress getappt kommt. Es sei denn, ich spiele den Aufzuchttempel für. Ja, könnte ich ja auch machen. Ja, halte ich. Kann ich gleich den Seemann spielen? Chris, spiel mal gegen Flo, da kannst du die Ofenkatzen mal richtig erleben. Ja, okay, können wir gleich mal machen. So. Brauche ich gleich das zweite Mana? Ja, wäre schon nicht schlecht. Ich spiele es mal bald. Wenn er ins Spiel kommt, schickt jeder Gegner eine Karte aus seiner Hand ins Exil. Okay. Schloss Ventress nehmen wir einmal. Ich glaube, zweimal brauche ich das nicht wirklich.
Okay, dann bringen wir jetzt unseren Wolf. Auch zur Tümpelreich, glaube ich, getappt. Für 3 Mana plus 1 plus 1 wird es zu verkraften. Was kann sie denn? Ayara, Herrscherin von Lopwane. Immer wenn die Herrscherin oder eine andere schwarze Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, verliert ihr einen Lebenspunkt und du jetzt einen Lebenspunkt. Tappen, Opfer eine andere schwarze Kreatur, ziehen Karte, okay? Okay, ich glaube, ich spiele ihn als 3-1 einfach, um gleich mehr Druck zu machen. Ach, geht gar nicht, habe ich gar nicht das Mana dafür. Dann spielen wir ihn. Passen, passen. Okay. Matti, ja, hi. Schön, dass du da bist. Ja, das Mana kann ich bezahlen. Wenn auch nur eins. Schloss Ventress. Ich glaube, ich kann voll angreifen oder bald ihn zum Blocken. Ich behalte den Wolf zum Blocken. Mörderische Reiterin, das möchte ich gerne neutralisieren. Mana für den Wolf habe ich nicht, das können wir ablehnen und neutralisieren möchte ich ganz gerne. Okay. Den könnt ihr jetzt opfern, um die Karte zu ziehen. Macht er auch. Hätte er besser machen können, wenn ich blocke, also wenn ich angreife zum Blocken. Aber gut, jetzt ist er völlig offen. Brauche ich ein fünftes Mana? Könnte man machen. Ja, mache ich auch. Ja, Simic Flash gefällt mir auf jeden Fall auch ganz gut. Muss man ein bisschen mehr nachdenken als bei den Rittern. Okay, das neutralisiere ich eben wieder. Ein Opt. Oh, lass mal liegen. Hier können wir noch bouncen. Den kann er nicht ausspielen. Ja. Ja, cool. Damit stehen wir mit dem Deck 2-1. Funktioniert auf jeden Fall auch ganz gut. Und dann können wir uns das nächste Deck mal ausprobieren. Also hier wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob ich was ändern würde. Viermal Opt. Weiß ich nicht, ob viermal Opt drin sein müsste. Ich komme mit Simic Flash nicht zurecht. Ja, muss man viel spielen. Das ist sicherlich nicht ganz so einfach. Mir gefallen halt die Karten so vom Prinzip her ganz gut. Ne? Ich finde halt den Mystic ganz cool. Der Wolf ist super. Und ja, der dreiste Langfinger, der gefällt mir auch sehr gut. Ja, also das Deck bis auf Opt würde ich es glaube ich so lassen. Ich meine, ob das eine gute Karte überhaupt wirklich viermal spielen muss. Ah, wir lassen es erstmal so. Okay, dann habe ich noch Naya Feather. Wir haben gerade gegen Boros Feather verloren.
Naja, ist dann halt zusätzlich noch mit Grün. Das wäre dann halt für Domri Center halt, einfach als Removal. Und ja, Kollision Koloss. Und Zeit des Wachstums. Das sind so die Gründe, warum man dann Grün spielt noch in dem Deck. Wille der Götter ist richtig gut. Ja. Hauptgrund ist halt wirklich Domri Center halt, deswegen haben wir Grün mit reingenommen. Ich probiere das mal aus. Okay, naja, Feather. Ja, wenn Flo Lust dazu hat, dann können wir gleich gerne mal gegeneinander spielen und dein Ofenkatzendeck mal ausprobieren. Keine Ahnung, was mich da erwartet. Ja, dann bräuchte ich einmal gleich deine Profil-ID, dann können wir das gerne mal machen. Okay, mir fehlt rotes Mana, aber ich habe die Druiden. Ja, das halte ich. Erst Zeit des Wachstums. Ja. Schloss Funkenhort. Weiß ich auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Ich meine, Land mit einer Fähigkeit ist ja eigentlich immer ganz nett. Goblin Ritter 1-1, plus 2 plus 0, okay. Sehr lustig, ich freue mich, wenn das Deck vollständig habe, okay? Das mit dem Katzenmann zu wahrscheinlich. King Fox, ich würde eher den Wolf rausschmeißen aus dem Simic. Welchen der beiden Wölfe meinst du? Den 2-2er mit Reichweite? Kollision, Koloss, ich glaube, das behalten wir mal. Den kleinen Wolf, ja, der wäre eine Option, den rauszutun. Dafür hat man meistens nicht dann so viel Mana offen, um den größer zu machen. Oh, ich hätte die Karte gerade weglegen müssen. Ich brauche noch rotes Mana. Hab gar nicht drauf geachtet. Hab die Paradies zu ihnen gleich zwar, aber. Drei Schaden nehme ich mal. Zweites Mal brauchen wir das nicht. Zumindest jetzt nicht. Und ich glaube, wir legen den Arkanisten schon mal. Und da hätten wir auf jeden Fall ein rotes Mana. Können dann mit Wille der Götter und dem Zeit des Wachstums Karten nachziehen. Spielst du Once Upon a Time in dem Simic Deck? Nee, tatsächlich nicht, aber das ist ein guter Hinweis. Die Karte ist wirklich sehr stark. So, Lava Coil hat er gespielt auf meinen Arkanisten, okay. Ich greife mal an und schau, wie er blockt. Rotes Mana habe ich ja jetzt. Er blockt gar nicht. Okay, dann machen wir so. Once upon a time. Tausendmal besser als der kleine Wolf. Ja.
jetzt Schock. Okay, unser Gegner hat genug gesehen. Auch wenn unser Deck jetzt nicht wirklich zeigen konnte, was es kann. Ab in die nächste Runde. So, Messer Jack 666 für das Katzenofendeck. Oder wo haben wir vom Flo die ID? Mal eben schauen. Flori, Flori. Weiter oben, alles klar. Da bist du. Okay, Mana haben wir. Tens District Legionär auch richtig gut. Können wir halten. Stammgelände, ja. Immer wenn eine andere Kreatur unter seiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält er einen Lebenspunkt. Okay. Wir spielen erstmal eine Kreatur. Brauchen wir nicht mehr angreifen jetzt. Kann ich gleich Zeit des Wachstums spielen und Wille der Götter, darf eine Karte ziehen und. 1-1 mag gelingen. Okay, Ajani's Rudelmitglied auf 4-4. Das ändert vielleicht unseren Plan. Ich glaube, ich spiele Zeit des Wachstums und benutze gleich den Legionär zum Blocken. Mit Schutzverweis. Ja. Ich brauche da noch deine ID. Ja, okay. Steht ja jetzt im Chat. Aber da hast du recht. Grausame Zelebrantin. Erstmal kriegen wir einen Lebenspunkt. Ajani's Rudelmitglied wird stärker. Okay, wir blocken. Die Frage ist, ob wir ihn blocken wollen und die 5 einfach mal nehmen. Ne, 5 ist zu viel. Und dann geben wir dem Schutzvorweis. Ich habe leider nur ein weißes Mana offen. Land ziehen ist nicht verkehrt. Weiß. Noch eins brauche ich dann, glaube ich, erstmal nicht. Weiß bräuchte ich noch mehr. Zweites weißes Mana. Können wir gleich Koloss aufrechterhalten, um dann zu traden. Das machen wir glaube ich auch. Erstmal hier mal ein Scry-Effekt. Tempelgarten, der ist okay. Dann sind wir fertig. Er greift nicht an. Okay. Guck
kommt tatsächlich noch getappt. Okay, dann bin ich fertig. Ist dir der Name deines Gegners aufgefallen? Bierschnüffler. Okay, da muss ich Koloss jetzt tatsächlich benutzen, um den die Luftakrobaten zu töten, denke ich. Der greift nicht an. Aber die wird mir sonst zu groß. Okay, Tempel des Triumphs. Einmal für Hellsicht 1. Wald brauchen wir nicht. Oh, und da können wir jetzt Feather spielen. Ein Schock. Bringt der uns was? Ja, den Redner kann ich damit töten. Oh, den lasse ich glaube ich liegen. Solange das Rudelmitglied nicht fliegt oder trampelt, ist das erstmal nicht so schlimm. Heimkehr, okay. Neun, neun. Ja, den blocken wir einmal hier. So, jetzt mal gucken, dass ich hier ein bisschen Value raushole. Zwei weiße Mana habe ich danach noch. Brauche ich ihn? Was kann ich aus dem Friedhof wiederholen, theoretisch? Kann man das schauen jetzt? Wille der Götter ist natürlich gut, ja. Okay. Zu finden, okay. Zweites Wachstums hätten wir natürlich dann ordentlich Karten gezogen. Okay. Fünf, sechs in der Luft. Trotziger Schlag macht leider keinen Erstschlag, aber egal, dann ist das so. Ich blocke hier. Und dann muss ich den Schock da auch noch drauf schmeißen. Ja. Ah, er blockt hier. Okay, was haben wir jetzt? Wir haben hier die Pyromagierin, die schießt immer schön Schaden auf ein beliebiges Ziel. Ich bräuchte ungetapptes weißes Mana, glaube ich. Ich habe nicht mehr so viel Leben. So, jetzt könnte ich einiges bei ihm abschießen. Trotziger Schlag hier. Stimmt, ich könnte viermal auf Ajani schießen, ne? Wäre da zumindest schon mal weg. Oder alles andere.
Ah, okay, der triggert gar nicht häufiger. Alles klar. Das muss man wissen. Ich dachte, die triggert jedes Mal, wenn ich eine Karte ziehe jetzt, aber nee, nur einmal der Trigger für 3 Schaden. Okay. Dann ist sie tatsächlich gar nicht so gut, wie ich dachte. Drei Schaden auf. Ach, was ist halt kompliziert hier. So, einmal ihn. Ich will die Götter, das ist gut. Dann muss der Flieger auf jeden Fall weg. So, und dann habe ich auch nur noch 3 Mana offen. Bring die Druiden rein. Lass das mal liegen. Sagenumwobener Durchgang. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte. Bringe sie gedappt ins Spiel. Mische dann deine Bibliothek. Falls du dann 4 oder mehr Länder kontrollierst, enttappe das Land. Das ist ganz cool. Evolving Wilds sind besser. Nochmal brauchen wir das nicht. Ich glaube, ich nehme das gleich zum Blocken für das Ajani, gute Mitglied. Ich jetzt erstmal den spielen. Dummies Ambush ist gut. Schutz aus. Schock kann ich auch gebrauchen. Ich jetzt schon meinen Zug? Nee. So, dann haben wir zumindest noch den Trigger von dem Pyromagier.
So, was können wir jetzt machen? Dummies Hinterhalt auf jeden Fall. Den Arkanisten können wir das eigentlich ganz gut machen. Oder will ich, dass der noch stärker wird immer? Machen das mal auf den Arkanisten. Wir kämpfen dann gegen ihn. Okay, unser Gegner hat genug gesehen. Ja, ich habe gedacht, die Pyromagierin ist ein bisschen anders in dem Deck. Alles klar. Das heißt, ich fordere dich jetzt heraus, Flo. So. Aber das ist ja schon mal gut, dann konnte man das hier ausprobieren mit der Pyromagierin, sonst hätte ich mir die hier mal zugelegt. So, herausfordern. Deckauswahl. Ich habe zurzeit nur ein Standard legales. Fertig. Das ist im Prinzip das, was wir gerade bei unserem Gegner gesehen haben. Bin mal gespannt, was der Flo für uns parat hält. Zwei Mana. Ich mache den ersten Zug, ist mir ein bisschen zu wenig. Aber ja, wir halten das mal. Tempel des Sichtums. Aufzugtempel, okay. Ich greife mal an. Hohn des Tyrannen. Ja, kann man kleine Kreaturen sehr gut mit kaputt machen. Ist auch eine Top-Karte. Trauter des Kessels. Wenn ein Spiel kommt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Du hältst einen. Bringe die Vertraute des Kessels aus dem Friedhof ins Spiel zurück. Opfere eine Speise. Okay. Ebene und unrechtmäßiges Erbe. Böser Wolf. Der kämpft offensichtlich, wenn er ins Spiel kommt. Opfer eine Speise, lege plus 1 zu 1 Marke auf den bösen Wolf. Okay. Wir versuchen es mal mit dem Verkünder des Untergangs. Oko, lieb der Kronen. Er ist auch super. Genau, verwandelt meine Kreatur in einen Hirsch wahrscheinlich. Ja, 3-3. Will ich das jetzt noch anwenden? Ein, zweimal. Schauen, was wir finden. Land brauche ich vielleicht nicht. Proliferate auch nicht. Der Ritter geht. Okay. Surely you see the humor here. Mord und Ritter kann ich spielen. Oder Sensenmann, ich spiele Sensenmann. It's not poison. Sorry.
Nochmal der Wolf, okay? Okay, Mord. Ach, du kannst unsere Schirmfähigkeit mit der Speise geben, ne? Alles klar, ja. Okay. Okay. Den kann man aus dem Friedhof zurückholen mit Speisen, ne? Wachsamkeit, Trampeln, 7, 6. Okay. Okay, aus dem Spiel, ach, auf dem Friedhof ins Spiel zurück. Nur während deines Zuges, okay? Dann will ich mir den vom Leib halten gleich, aber das kann ich auch, indem ich den Mord spontan spiele. Okay. Katze haben wir auch noch, kann auch ins Spiel holen. Ah, das Deck ist nicht schlecht. Jetzt halt das Gejaule hier von dem Fuchs oder was das dann. More tricksy one. I think a little merriment is in order. Na, der Oko, der macht auf jeden Fall seine Arbeit. Echt nicht schlecht mit den Speisen und dem bösen Wolf zusammen. Cool. Und mit dem Tollkönig sowieso. Ist er nicht legendär? Nee, das ist tatsächlich nicht legendär. Das ist gut. Ja. Das sieht nicht gut aus. Um nicht zu sagen, er hat mich. Ja, cool. Das waren jetzt, glaube ich, nur Sword of the Drain-Karten, ne? Bis auf hier Hohn des Tyrannen, ja. Cool. Fairness? What a bizarre expectation. Keine Blocks, GG. Cooles Stack auf jeden Fall. Gefällt mir. So, das Deck ist der Hammer. Ja, das hat schöne Synergien. Echt geil. Gut, ich habe hier noch einen Code aus meinem Pre-Release. Da kriegen wir also noch zusätzliche Booster. Die geben wir mal eben ein. Fehlschlagen? Okay, zweiter Versuch.
So, haben wir es jetzt. Warum nimmt er den Code nicht? Großes Zittern, okay. Gut, jetzt hätte natürlich von euch auch einer schneller sein können. Aber das ist dann so. Ne, habe ich mich ein paar Mal vertippt, alles klar. So, wir haben jetzt 14 Booster zu öffnen, ja. Schauen wir doch mal rein. Erstmal hier in Gilden von Ravnica. Legion Warboss, der ist schon mal gut. Der wird in einigen Decks gespielt. Cool. Rare Wildcard nehmen wir immer gerne. Und jetzt kommen. Man kann die öffnen mal 10 machen, aber das ist ja langweilig, oder? Foliant der Begehrlichkeiten. Was kann der? Keine maximale Handzahl. Gilt aber für alle. Jeder Spieler zieht x Karten. Jeder Gegner legt so viele Karten von seiner Bibliothek auf seinem Friedhof, wie er Karten auf der Hand hat. Ah ja, okay. Ich habe den Ofen gar nicht gezogen. Müssen gleich nochmal spielen. Ja, können wir gerne nochmal machen. Oh, sehr schön. Hier haben wir die Planeswalker gemacht, die Kinder des Königs. Der ist auch, die sind auch echt gut. 3 Mana, 5 Loyalitätsmarken, 10 Karte, wirf eine ab. Kreaturen war der Erstschlag und Trampeln und plus 2 plus 0 bis Ende des Zuges. Richtig gut. Zieh 4 Karten, wenn du dies tust, fügen die Kinder des Königs ein Ziel in der Wahl so viele Schadenspunkte zu, wie du Karten auf deiner Hand hast. Wie minus 8. Ja, geil. Spiegelmanufakt. Du kannst das Spiegelmanufakt als Kopie eines beliebigen Artefakts oder einer beliebigen Verzauberung ins Spiel kommen lassen. Oh, okay, ist bestimmt auch Verwendung für. Mehr Wildcards. Sehr gut. Leidenschaftliche Königin. 3 Mana, 3-3 Wachsamkeit. Immer wenn eine weiße Kreatur, die du kontrollierst, angreift, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Die funktionieren natürlich auch ganz gut in dem Ajani-Deck. Ah, sehr cool. Hier haben wir schon mal den Veteran. Der ist mir ein bisschen zu teuer für das Ritterdeck, weil es ja sehr aggressiv ist. Für 4 Mana. Okay. Ah, das Rare Land in Rot, alles klar. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen jetzt. Oh, die sind definitiv nicht schlecht. Kreaturen eines Kreaturentyps, den du bestimmst, erhalten minus 3 bis wenn es so ist. Als Hexerei für 3 Mana ist das gut. Ja. Gute Sideboard-Karte. Hier ebenfalls. Fliegend Lebensverknüpfung, 2 Mana 1-2. Kreaturen, die ins Spiel kommen oder sterben, lösen keine Fähigkeiten aus. Ist auch so eine klassische Sideboard-Karte. Verliebtes Biest, 3 Mana, 5-5, kann nicht angreifen, wenn du nicht eine 1-1 Kreatur kontrollierst. Und das Abenteuer macht einen 1-1 Menschen, okay. Die Schöne und das Biest. Mal gucken, ob Green Stompy noch funktioniert oder wieder funktioniert. Ja, Mann, Zwerg, 4 Mana, 2-4. Falls eine rote Quelle, die du kontrollierst, einem Gegner oder einer bleibenden Karte, die ein Gegner kontrolliert, Schaden zufügen würde, fügt sich stattdessen so viele Schadenspunkte plus 2 zu. Ja, auch nicht verkehrt.
Eidgebundener Ritter, 3 Mana, kommt mit 4 plus 1 plus 1 Marken ins Spiel, greift in jedem Kampf an, falls möglich. Und wenn ihm Schaden zugefügt würde, dann verhindert man den Schaden mit einem plus 1 plus 1 Marke, indem man die von ihm runternimmt, okay. Oh ja, und hier haben wir die Kreuzer drin, die ich eigentlich rausnehmen wollte, aber wir schauen mal. Ja, cool. Ist schon mal schlecht. Was haben wir jetzt eigentlich so an Waldkarten? Es wird schon ein paar. Da kann man bestimmt schon ein vernünftiges Deck mitbauen. So, ich verlasse euch mal kurz. Eben auf Toilette. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, Flo, wollen wir nochmal ein Rematch machen, damit ich das auch mal sehe mit dem Ofen. Also ich finde das ja echt interessant, dass so ein Deck, was fast nur aus Throne of the Drain besteht. Zumindest was ich bisher so gesehen habe. Und dann müssen wir uns die Tage damit beschäftigen, was ich dann mir dann endlich für ein Deck baue. Oder ist Flo mittlerweile weg? Ah, okay, kannst du mir auch linken, ja. Ah ja. Schauen wir mal eben rein. Ich kann das, glaube ich, auch mal eben importieren. Wenn die hier so einen Export für Arena liefern. MTG Arena Format. Copy to Clipboard. Können wir uns das nämlich eben gemeinsam anschauen. Dazu muss ich das Spiel, glaube ich, eben auf Englisch umstellen. Gucken, ob der es so nimmt. Also ein bisschen doof, dass diese Listen nicht kompatibel mit den Sprachen sind. Sprich, wenn man eine englische Liste hat, muss man das Spiel auf Englisch stellen. Import. So, Imported Deck, Yamas. Er hat alle 60 Karten erkannt. Schön. So, haben wir da schönes. Katze haben wir schon gesehen. Schöner One-Drop. Dann die neuen Birds of Paradise, wenn man so will. Gilded Goose. Ich stelle das jetzt mal eben wieder auf Deutsch um, damit wir die Karten auch eben auf Deutsch haben. Zack.
Goldene Gans. So, kommt mit einer Speise ins Spiel, Speisenspielschein ins Spiel und man kann die dann opfern und ein beliebiges Mana machen, also die Speise opfern. Und sie kann Speisen erzeugen. Ist ganz cool. So, eben hier die Musik ein bisschen leiser stellen, ist mir gerade ein bisschen zu laut. So. So, und der Hexenofen, was macht der denn genau? Opfere eine Kreatur, erzeuge einen Speisespielstein. Ja, okay. Und das dann mit der Katze wahrscheinlich, ne? Opfere eine Speise, bringe den Vertrauen. Ja, okay. Nicht schlecht. Gut, man muss es tappen, ne? Also es ist keine Endless-Kombo, ne? Aber, schon nicht schlecht. Once Upon a Time, richtig gute Karte. Ne? Falls der Zauberspruch, falls dieser Zauberspruch der erste Zauberspruch ist, den du in dieser Partie wirkst, kannst du ihn wirken, ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen. Und dann schau dir die obersten 5 Karten deiner Bibliothek an. Kannst du Kreaturen oder Länderkarte offen vorzeigen, auf deine Hand nehmen. Ja. Ist halt für die Starthand total super, damit man kein Mulligan nehmen muss. Und auch im späteren Spielverlauf immer gut. Tolle Karte. Auch spontan kommt auch noch dazu. Wächterin des Sees. Die soll wahrscheinlich auch den Hexenofen finden. Viele mehr Artefakte hast du sonst gar nicht, ne? Ah, ja, hier ist noch was. Legendäres Artefakt. Großer Steinkreis. Kostet beim Wirken x weniger, weil x gleich die höchste Stärke unter deinen Kreaturen ist. Erzeuge 2 Grüne, du hättest 2 Lebenspunkte. Immer wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege bis 1-1 Marke auf sie und ziehe eine Karte. Okay. Trollkönig, den haben wir auch gesehen. Da dachte ich, der ist legendär, aber ist er gar nicht. Richtig gut. Ne? Wachsamkeit, Trampeln, 7-6. Kommt mit 3 Speisen ins Spiel und kannst 3 Speisen opfern, den aus dem Friedhof zurück ins Spiel bringen. Geht aber nur in eigenen Zug. Okay. Ja, Oko haben wir auch schon gesehen in Aktion, der war auch sehr gut. Kann Speisespielsteine erstellen, kann Artefakte oder Kreaturen in 3-3er verwandeln und somit Probleme lösen. Echt cool. Riesengelegenheit, was konnte die? 3 Mana. Kannst du 2 Speisen opfern, falls du dies tust, erzeuge einen 7-7 grünen Kreaturenspielstein, andernfalls erzeuge 3 Speisespielsteine. Ah ja. Okay, also wahrscheinlich spielt man in dem Deck meistens als 3 Mana 7-7er. Ja, cool. Ja, der ist auch fair, ne? 3 Mana 7-6. Karte abwerfen am Ende des, zu Beginn des Saisonsegments, okay. Ja, die haben wir auch schon gesehen, ne? Zerstört eine Kreatur oder einen Planeswalker. Das fehlt mir noch, zum Beispiel jetzt gerade in meinem Deck. Ich kann halt keine Planeswalker zerstören, ne? Ich habe halt nur Mord. Und da bringt die Karte schon wesentlich mehr. Mitternachtssensenmann. Ja, cool. Geiles Deck. Speise. Das können wir ja vielleicht, wenn das Event noch offen ist, nochmal ausprobieren, das Deck. Dann zeigen wir das nochmal in Aktion hier. Mal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Das ist cool an dem Event. Und nächste Woche kann man dann ja richtig was gewinnen, wenn man ein gutes Deck hat und viele Siege einfährt. So, jetzt kann ich ja theoretisch Once Upon a Time gleich spielen, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen. Ja, cool. Das heißt, das halten wir. Dann brauche ich noch ein grünes Mana und dann sieht das schon gar nicht schlecht aus. Kann ich jetzt schon machen? Für 0. Okay, dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein grünes Mana. Okay.
goldene Gans spielen wir, glaube ich, mal aus. Immer warten mit Once Upon a Time. Ja gut, ich habe jetzt gedacht fürs grüne Mana. Kann sein, dass du beim ersten Draw das ziehst, was du brauchst. Das ist richtig, das stimmt. Und dann kann man es ja trotzdem für 0 Mana hinterher schieben, wenn man es dann benötigt. Ja, okay. So, spiele ich jetzt den Regisaurus aus? Ja, ne? Werfe ich halt die Katze ab gleich, ist ja kein Problem. Ist halt immer so ein bisschen das Schwierige, wenn man einfach eine Deckliste importiert. Man weiß nicht so ganz hundertprozentig, was der Ersteller des Decks sich dabei gedacht hat. Feather. Die kennen wir auch. Wir fahren die Katze ab. So, jetzt können wir hier vorne das Abenteuer spielen, um Fässer zu zerstören. Und wir legen den Aufzugtümpel. Die Gans hätte nicht angreifen müssen, aber passt schon. Okay. Oko hatten wir auch noch. Ja, da brauche ich ein bisschen Übung mit dem Deck, aber das Spinnrad, das war jetzt zum Beispiel im Sealed auch ganz gut. Also im Pre-Release. Ne, erlaubt einem halt mehrfarbige Decks zu spielen und gegnerische Kreaturen wegtappen ist eigentlich immer gut. Zwei Runden haben wir ja noch. Um das Deck ein bisschen kennenzulernen. Ja, ich habe es auch nicht als Angriff gedeutet. Das ist schon alles cool hier. Bin ja für Tipps immer gerne zu haben. Man merkt es halt immer wieder, wenn man gegen gute Spieler spielt oder auch mit guten Spielern zusammenspielt, dann lernt man halt immer auch sehr viel. So. Ja, mal wieder Once Upon a Time. Okay, das kann ich ja jetzt dann spielen. So, einen haben. Die ganz haben wir schon. Noch Once Upon a Time. Katze ist natürlich super cool mit dem Hexenofen. Komm, wir nehmen einfach mal die Katze. Soll's. Sagenumwobener Durchgang. Der gefällt mir auch recht gut. Ist schade, dass es ein Rare ist, aber coole Karte. Ich spiele schon seit 25 Jahren Magic. Ja, da hast du sicherlich den einen oder anderen Tipp. Das ist ja das Schöne bei Magic, ne? Es kommen ja immer wieder neue Karten raus und man kann viel ausprobieren. Jetzt haben sie endlich auch mal ein schönes Computerspiel am Start. Gefällt mir echt gut. So, opfer ich jetzt die Katze weg? Ne, ich greife jetzt an, ne?
So, was ist Sandopfer, eine Speise? Bringe die. Okay. Das ist eine coole Synergie. Beides ankommen, glaube ich, ne? Ja. So, will man Oko direkt ausspielen? Nein, möchte man nicht. Aber ich mach's trotzdem. Der Sensenmann wäre wahrscheinlich. Erstmal 3-2 Kreatur legen, das ist nie verkehrt, wenn ich gar nichts hab. Könnt ihr jetzt eine Speise zu einem 3-3-Artefakt machen? Card Draw mit Sense, ja, wegen Opfern. Okay, alles klar. Wenn er dann draußen ist, ich mache Speisen, opfer die Katze weg, kann sie wiederholen. Schön Card Draw Engine. Wow, es ist wirklich ein cooles Deck, aber nicht ganz leicht zu spielen. Aber vielen Dank für die Liste. Sehr schön. Ja, unser Gegner hat nur zwei Länder. Das sieht also schon ziemlich safe aus hier für uns. Gut, wegopfern kann ich den auch gleich noch. Muss ich jetzt ja nicht tun. So, kann unser Gegner noch irgendwas machen? Scanne mit der minus 5, tausche die Kontrolle über ein Artefakt oder eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Okay. Und eine Kreatur deiner Wahl mit Stärke 3 oder weniger, die den Gegner kontrolliert. Ja, ich glaube, dafür ist er aber nicht im Deck für die minus 5 Fähigkeit, ne? Ende der Legion. Schicke eine Kreatur deiner Wahl mit irgendwelchen Mana-Kosten von 2 oder weniger, die ein Gegner kontrolliert und sowie alle anderen Kreaturen mit demselben Namen. Speise. Dann opfere ich das weg. Okay. Dann greifen wir einmal an. Dann opfern wir die Katze weg, spielen sie wieder aus und haben gewonnen. Zumindest so gut wie. Man kann aber nicht wirklich viel zerstören von beim Gegner, oder? Also man baut wirklich einfach diese Engine auf zum Card Draw und wegopfern halt.
Ah doch, hier den haben wir drin für Planeswalker und Kreaturen zerstören. Ja, ansonsten wollen wir einfach große Kreaturen schnell ins Spiel bringen und ziemlich unfair sein, ne? Ja. Cool. Gut, dann auf ins letzte Match. Wie nennt sich diese Farbkombination? Das ist jetzt grün, schwarz, blau. Gibt ja immer diese Gilden. Also Temu ist es nicht. Temu wäre, glaube ich, rot, grün, blau. Mit schwarz weiß ich gerade nicht. Ja, das halten wir. Sultai nennt sich das. Richtig, stimmt. Ach, nehmen wir ihn ja direkt für Agro. Können wir gleich Turn 2 schon legen, 7-6. Katze abwerfen dann in der Versorgungsphase. Stimmt, Sultai, ja. Troll erst abwerfen. Ah, ne, kann ich für Speisen wiederholen, ne? Guter Hinweis. schwarzes Mana. Genau, und Speise opfern. Okay. Jetzt brauchen wir noch ein drittes Mana, aber ich bin zuversichtlich. Zur Not müssen wir halt über die Gans noch eine Speise erstellen. Und ich wollte mit Rittern Schaden machen, weißt du? Dann kommt hier Turn 2, 7, 6. Ja, Turn 2, 1, 1, ne? Ist ja lächerlich. Okay, König. Ah, direkt noch eingezogen. Gut, jetzt würde ich, glaube ich, tatsächlich am Ende des gegnerischen Zuges dann so einen Speisespielschein erstellen, damit ich gleich wieder Mana habe. Und jetzt erstmal hier angreifen. Zug Ben. Das kostet 2 Mana, ne? Ja, genau, erzeuge eine Speise, ja. Er spielt auch mit dem Bäumchen. Ja. Der hat jetzt erstmal einen 7-6er, den er bekämpfen muss. Das ist gar nicht so leicht in Rot-Weiß. Also Schaden schießen, bis er tot ist. Keine gute Idee. Okay. Gut, dann brauche ich jetzt auch mit der ganzen nicht blocken. Aber ich greife gar nicht erst an. Okay. So, dann wähle ich doch nochmal den Trollkönig ab. So, hier würde ich 3 Speisespielscheine erstellen. Aber ich glaube, jetzt würde ich Oko spielen. Und dann, oder was können wir hier? Mach das und Troll direkt raus. Also für 3 Mana. Achso, okay, tatsächlich, ja. Ich spiele jetzt mit dem Chat zusammen, das ist einfach so. grünes Mana. Genau, dann können wir ihn holen. Okay. Gefällt mir. Auch die Interaktion mit der goldenen Gans in dem Deck. Nicht schlecht. Mana wäre trotzdem nicht verkehrt.
Das Krasse bei dem Trollkönig ist natürlich auch, dass der Wachsamkeit hat, ne? Also Trampeln und Wachsamkeit, das ist schon echt gut. Okay. Erschlag hat aber nur er. Die anderen haben zumindest keinen Erschlag. Das heißt, er kann jetzt anfangen, meine großen Kreaturen tot zu blocken. Aber sei es drum. Katze können wir wegwerfen. Die kriegen wir ja theoretisch auch noch wieder irgendwie. Er muss ja blocken, sonst ist er tot. Den Trollkönig sollte er tot blocken. Oder auch nicht. Also da hätte ich jetzt noch einen Veteran mit davor geworfen, damit der Trollkönig tot ist. Aber gut. Erhabene Ritterin, ne? Für einmal nach 4-3 ist natürlich auch nicht verkehrt. Ahnenklinge hat er auch noch. Könnte jetzt für einen Mana, glaube ich, die Ahnenklinge noch ausrüsten, macht er aber nicht. Ich erzeuge mal eben schnell eine Speise. Und mein Zug. So, jetzt muss ich abwerfen. Der Steinkreis, der ist natürlich auch nicht schlecht. Einmal Oko. Wir haben ja noch einen. Der könnte uns einen zweiten Troll holen. Ne, kann er nicht, weil er macht selber nur zwei Speisespielsteine. Gut, wir bringen den erstmal raus. Opfer eine Speise, bringen dem Vertrauten aus seinem Friedhof ins Spiel zurück. Das geht ja auch noch spontan. Wir greifen erstmal mit beiden an, gucken, was er macht. Wir haben tatsächlich die ganze Zeit keine Länder gezogen. Okay, so ist unser Gegner tot, denn der Troll trampelt. Da hat er den Trampelschaden übersehen, denke ich. Ja, die 12 Siege haben wir uns, oder die 12 Matches haben wir gespielt. Tatsächlich fast alles gewonnen. Ich habe hier, glaube ich, nur zweimal verloren in diesem Event. Einmal mit Feather und einmal mit dem Flash-Deck. Also Speisedeck gefällt mir bisher tatsächlich am besten. Die Knights sind wahrscheinlich gar nicht so schlecht, um die Rangliste ein bisschen schneller hochzukommen, weil da sind schon viele One-Drops drin. Und echt schnelle Matches eigentlich. Ja, cool.
Zeigt er mich nur an in der Meisterung? Ach, ich habe einen Orb freigespielt. Ach so, was gibt's denn hier? Sind das die 5 Farben? Okay. Achso, und ich fange unten an, alles klar. Ich glaube, dann nehme ich den Wünschelbrunnen, den finde ich nämlich ganz hübsch. Gläserner Schuh. Was gibt's dann? Gatwig der Alte. Ja. Ah, und Kinder des Königs. Ja, die habe ich ja schon gerade im Booster gehabt, dann hätten wir dann den Skin, aber das dauert noch ein bisschen. Halt nicht die Karten, sondern es ist tatsächlich nur der Skin. Wer braucht schon Mana, wenn er den ganz hat? Ja, das Deck funktioniert echt super. Also, toll. Wie viele Länder spielt das Deck denn? Das Speisedeck. 4, 9, 10, 14, 19, 21. Ja. Aber viel mehr brauchst du auch nicht, um zu funktionieren, ne? Ich glaube, bei 3 Mana ist das Deck voll im Gang, ne? Ja, schon cool. 21 Länder. Ja, da brauche ich aber ganz schön viele Wildcards für, wenn ich das so sehe. Aber ich denke, das werde ich im Auge behalten. Gut, wir haben es gleich 5:30. Ich würde den Stream an dieser Stelle beenden. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe meine Quests soweit erledigt. Wir haben das Event durchgespielt, ein paar Decks ausprobiert. Und ja, jetzt kommt ja bald das nächste Event, wo es dann ordentlich was zu gewinnen gibt. Und bis dahin werde ich mir auf jeden Fall ein Deck craften. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Den nächsten Termin ist der nächste Mittwoch. Also, ja, jetzt kommender Mittwoch. Und ja, ich versuche das immer so mittwochs, sonntags einzuhalten. Die genaue Uhrzeit findet ihr dann immer im Offline-Screen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.